Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist schon angesprochen worden, Ise Sanftl ist nicht nur eine Künstlerin, die einen Blick zurück macht und uns daran teilhaben lässt, sondern sie vermittelt auch die Technik, gibt diese Technik weiter, und wir in der Volkshochschule haben dieses Wochenende und auch am 19. und 20. Februar zwei Workshops, Wochenendseminare angeboten, neue Wege zur Malerei. Sollten Sie sich das zutrauen und überraschen lassen, was an kreativem Potenzial in Ihnen steckt, dann probieren Sie es aus. Und wenn man zurzeit eine Ausstellung, eine Kunstausstellung über Volkshochschule eröffnet, in Zusammenhang mit der Volkshochschule eröffnet, muss man eines natürlich auf eines hinweisen, wie Sie vielleicht gesehen haben oder gelesen haben, war ja in letzter Woche, hat es ja eine Diskussion gegeben über ein angeblich echtes Schielebild. Dieses Schielebild, Kampf der Zentauren, wurde von einer Bank zur Besicherung eines Kredits verwendet und war auf 3,5 Millionen Euro geschätzt, und es war nicht schlecht gemalt, weil eine Reihe von Galeristen haben durchaus es für echt befunden. Tatsächlich war aber, dass dieses Bild nicht ganz echt war, aber, und der Künstler war ein Künstler, nicht der Schiele, sondern ein Mann, der in der Künstlerischen Volkshochschule einen Kurs besucht hat. Wollte man sagen, was eine tolle Werbung ist, weil wenn eine Reihe von anerkannten Galeristen das durchaus in Betracht ziehen, dass es echt ist, so stellt sich in der Zwischenzeit jetzt eben die Frage, malen die Menschen, um ihre Kredite zu besichern, oder malen die Menschen aus Leidenschaft? Also ich glaube, im Alltag wird Zweiteres vorrangig sein, also die Leidenschaft. Also, und wenn Sie nicht ganz sicher sind, Sie können ja durchaus probieren, wenn Sie einen Kredit brauchen, gehen Sie mit dem Bild, das Sie bei der Ise Sanftl gemalt haben, zur Bank und sagen Sie, Sie brauchen jetzt einen Kredit. Ich bin sicher, es wird funktionieren. In dem Sinn ist Kunst auch durchaus nützlich. Danke. Nein, ich danke Ihnen allen für diese berührenden Reden, also für mich sehr berührend, ja, und mitfühlend. Und ich würde sagen, das Buffet ist eröffnet und dann eben ein Rundgang mit genau schauen. Ich wäre schön und nicht schnell. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sprechen Sie mit der Künstlerin persönlich und sprechen Sie sie auf ihre Bilder an. Sie kann unglaublich vieles und wirklich Schönes und Gutes darüber sagen und Interessantes. Also schöne Gespräche und einen schönen Abend.